Hey ihr Lieben, herzlich willkommen und schon wieder zocken wir eine Beta. Dieses Mal ist es The Crew Wild Run und es ist tatsächlich ein jungfräulicher Einblick, den wir jetzt hier tun. Es steht zwar Fortfahren da, ja, weil ich schon, für 2 Minuten oder so im Spiel war und dann ging es irgendwie nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das Spiel vielleicht abgekackt ist, keine Ahnung. Wir starten auf jeden Fall jetzt nochmal rein und ich nehme euch mit und ich sage bis gleich. So, hier befinden wir uns jetzt also ganz am Anfang. Da seht ihr mich, warum ich Level 40 habe, keine Ahnung, vielleicht ein... Weiß ich nicht. Also ich bin auch höher in dem ersten The Crew. Auf jeden Fall haben wir hier Willkommen. Eine Herausforderung für nur 3 Tage, die wir hier machen können. Eine Freifahrt-Herausforderung und wir können 20.000 Crew-Credits gewinnen. Das ist recht cool. Dann gibt es noch The Summit. Exoten Starter-Kit Fortschritt. Fülle die Anzeige, indem du an Events auf dem Summit teilnimmst. Ist die Anzeige voll, verdienst du ein Exoten Starter-Kit. So, das finden wir sicherlich auf der Karte dann wieder. Hier haben wir diverse andere Herausforderungen, zum Beispiel, dass wir 75 Kilometer fahren sollen. Das habe ich schon erreicht, aber ich bin noch keine 75 Kilometer gefahren. Hier in dieser Beta. Kein Plan. Und bei dem anderen habe ich irgendwie auch schon 43% erfüllt. Naja gut, dann gibt es hier noch das Fahrtenbuch. Wo einfach nur noch die Sachen drin stehen und dann hier Prämien. Bestenlisten, Statistik, bla bla bla. So, das interessiert uns jetzt aber erstmal nicht weiter. Wir gucken uns jetzt erstmal die Karte an, die natürlich genauso eigentlich aussieht wie sonst auch. Ja, wo starten wir? Wo wollen wir mal hin? Wo wollen wir mal ein bisschen rumcruisen? Ich würde sagen, wir gehen ab nach Miami. Dieser Autohändler ist leider noch nicht freigeschaltet. Das finde ich ein bisschen blöd. Wir zoomen die Karte mal ein bisschen ran. Hier haben wir auf jeden Fall, ich kenne das schon, ich weiß nicht, wer von euch dieses Spiel zockt. Hier seht ihr diese blinkenden Dinger. Das sind Datenstationen, die man entdecken kann. Und dann werden noch verschiedene Dinge hier auf der Karte freigeschaltet. Und es gibt jetzt nämlich Motorräder. Das ist neu. Es gibt Motorräder und ich hatte Bock auf ein Motorrad und ich riskiere es jetzt. Und hoffe, dass das Spiel nicht abstürzt, denn wir wollen Motorrad fahren. Das überspringen wir mal und schon sind wir im Verkaufsraum. Und hier ist das letzte Mal abgeschissen, diesmal aber nicht. Es gibt ein Motorrad und es kostet sagenhafte 319.000. Ich werde das noch nicht kaufen, denn ich muss erst abchecken, was es für Autos gibt. Aber eine Probefahrt, denke ich, sollte immer drin sein. Und, yay! So, da sind wir mit unserem Motorrad und fahren eine Probe, die schon mal fast schief geht, denn ich kann nicht Motorrad fahren. Ich kann eigentlich generell nicht fahren. Ne? Also das ist schon mal klar. In GTA ist es auf jeden Fall immer so, obwohl ich muss sagen, ich habe schon einige Autorennen gezockt. Ich habe irgendwie trotzdem Spaß dran, ob ich es kann oder nicht. Das ist mir relativ egal. Und immerhin sind wir hier noch nicht wirklich gecrashed. Und es ist schon relativ cool, hier mit dem Motorrad durch die Gegend zu cruisen. So, 3. Oh, das ist doch relativ knapp hier, die Geschichte. Und zumindest haben wir hier keinen Gegenverkehr. Das ist für mich auf jeden Fall auch von großem Vorteil. Wir können uns richtig geil hier in die Kurve legen. Schaut euch das mal an. 53 Sekunden. Mal gucken, ob wir die nächste Runde besser hinkriegen. Ich muss jetzt aber auf die Fahrbahn gucken, auf jeden Fall. Und versuche, nirgends gegenzufahren.
Ein Crash haben wir gehabt, das war scheiße. Ich gucke trotzdem, glaube ich, dass wir diese Runde von der Zeit her auf jeden Fall besser sind. Ich bin gespannt. So, und jetzt nochmal richtig Gas geben hier. Zum Glück haben wir keinen richtigen Gegenverkehr. Ich glaube, sonst wäre das auf jeden Fall schon schief gegangen. Weiter geht's und da sind wir auch haarscharf dran vorbeigekommen. Ich fühle mich hier gerade wie so ein Moderator in einem, keine Ahnung, in einem Rennen. Ja, eigentlich sind wir das auch. So, komm schon. Ach, das war tatsächlich schon, wir fahren schon die dritte Runde. Wow. Okay, egal. Ich gucke gleich auf die Zeit. Ich muss mich konzentrieren. Und das ist für mich eine riesige Herausforderung, dass ich jetzt überhaupt dabei labern muss. Denn es ist bei mir eigentlich wie bei Shootern, dass ich meine Klappe halten muss. Du sollst nach vorne gucken, mein lieber Freund. Damit es hier überhaupt irgendetwas wird. So. Da das jetzt gleich geklappt hat, werden wir auf jeden Fall uns gleich noch die Autos angucken. Und ich hoffe auf einen Lambo oder sonst irgendeine geile Karre. Bin sehr gespannt. Hier haben wir gleich das Ziel und komm schon! Woo. Was denkst du? Jetzt habe ich nicht auf die Zeit geachtet. Super. Muss ich hinterher machen, wenn ich das Video schneide. Das war unsere Probefahrt. So, wir verlassen jetzt erstmal die Karte bzw. den Autohändler wieder. Und gucken dann doch nochmal, ob wir nicht irgendein cooles Auto kriegen hier. Ich weiß nicht, was die in der Beta freigeschaltet haben. So, wir gehen mal zurück auf die Karte. Nein, das war falsch gezoomt. Ich möchte rauszoomen. So, wir haben hier in Detroit. Haben wir hier einen Händler? Ja, den werden wir mal betreten. Da sind wir im Verkaufsraum. Finde ich jetzt nicht so geil. Aber wir können hier in der Sammlung, können wir nämlich alle Autos angucken, die es hier gibt. Die hier jetzt verfügbar sind. So, was haben wir denn jetzt? Hier gibt es ja immer verschiedene Packs. Steht da ja auch an der Seite. Jetzt habe ich schon umgeblättert. Hervorragend, Schneckball. So, was gibt es für Autos? Ford, Nissan, Chevrolet... Hummer, da möchte ich nichts von. McLaren. Was haben wir denn hier? Die Dodge Viper. Ich bin ein Fan davon. Ein Ferrari. So, wir machen erstmal eine Blitzreise nach Las Vegas. So, ihr Lieben. Hier haben wir den McLaren. Will ich den haben? Ich kann ihn mir gar nicht leisten, wie ich es gerade sehe. So, hier haben wir... Der ist natürlich auch nice, ne? Den können wir uns quasi sogar kaufen. Komm, wir kaufen uns den fetten Ferrari ohne Probefahrt. So, hier habe ich uns jetzt etwas rausgesucht. Hier können wir uns das Auto nochmal anschauen. Bevor wir jetzt dieses Rennen starten, meine Lieben, muss ich nochmal eben... Hier ist irgendwo eine Datenstation. Die wird uns, wie ihr seht, auf der Karte angezeigt. Ich meine, dieses Auto ist jetzt natürlich nicht dafür gemacht, hier im Gelände rumzufahren. Aber ich will diese Datenstation. So, und das wird uns angezeigt an diesem blinkenden Ding da. Ich sehe sie schon. Die natürlich, je näher wir in die Richtung kommen, von rot bis gelb auf grün wechselt. Und da sehen wir sie schon.
So, jetzt sehen wir haben die Datenstation gefunden und zack, haben wir eine ganze Menge freigeschaltet. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir machen jetzt erstmal diese Prüfung für Exotenausstattung und danach würde ich sagen, kaufen wir uns nochmal ein Motorrad, denn es gibt hier nämlich auch Motorräder. Oder ich mache das in einer separaten Folge, das gucke ich nochmal. So, wir machen natürlich erstmal ein Einzel, eine Crew habe ich noch nicht. Das sind wirklich die ersten Minuten nach dem Download. Und das fahren wir nicht mit unserem Auto. Und die Strecke sieht ja auch schon mal richtig geil aus. Und go. Also soweit ich drifte. Deswegen die nasse Fahrbahn. Oh mein Gott. Finde ich geil. Ich liebe Driften. So die Frage, ob man es halt kann. Ne? Und ich würde sagen, da haue ich gleich die richtigen Skills raus. So, erstmal wieder zurück auf die Straße und jetzt probieren wir das Ganze noch einmal. Ich muss mich natürlich auch erstmal wieder ein bisschen ins Spiel reinfinden und ich muss sagen, das ist richtig krass hier. Das Auto rutscht wie Scheiße. Wow, guckt euch das mal an. Also ich mache eigentlich fast gar nichts und das geht hier ab wie Schmidts Katze. Das ist echt krass. Wow, wow, wow. Da muss man wirklich... Ich muss dann auch vom Gas irgendwie ein bisschen runtergehen. Und vielleicht sollte ich es mit der Handbremse auch ein bisschen probieren. Mein Gott, das ist... Ich blamiere mich hier derbe. Aber egal, eigentlich seid ihr das schon gewohnt von mir. So, driften sollten wir auch. Ah, das war doch mal ein halbwegs vernünftiger Drift. Naja, ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich hätte vorher vielleicht doch üben sollen. Aber egal, komm. Das wird nächstes Mal alles besser. Und das Spiel sucht dir, also du kannst diese Events, diese Dinger hier, nicht mit jedem Auto machen. Das wird schon quasi mal das automatisch, das beste Auto, was du eben verfügbar hast für so eine Mission, wird automatisch ausgewählt. Ist halt eben, ne, also mit dem Ferrari hätten wir hier nicht viel machen können wahrscheinlich. So, jetzt versuche ich vielleicht wenigstens noch mal ein bisschen zu driften. Komm, wenigstens ein paar Punkte würde ich noch erzielen. So, wenn ich das erstmal richtig geübt habe, Leute, dann... ja, fast! Macht das richtig Bock, glaube ich, wenn du hier... ja, und das war's schon. Es war richtig Grotte. Aber wir haben die Mission immerhin erfüllt. Ein bisschen gedriftet sind wir. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Trifft die Ziele. Wir sind hier einfach nach dieser Drift-Challenge hier in diesem Ding gelandet und müssen scheinbar diesen Parcours durchfahren. Das ist ja mal mega krass. Finde ich richtig geil. Das ist auf jeden Fall auch neu. Und geil. Ich würde gerne da irgendwie oben hochkommen. Guck mal, hier stellen wir uns doch hier gar nicht mal so blöd an. Okay, und los geht's. Komm schon. Da oben, das wäre geil. Kommen wir da irgendwie hoch? Komm, wir... Bam! Geile Scheiße. Das macht auf jeden Fall richtig Bock, hier durchzuheizen. Bam! Okay, schade. Den haben wir nicht bekommen. Da brauchen wir ein bisschen mehr Anlauf. So, wo können wir denn noch geil hoch? Ich war da gerade ein Tier. Wir fahren mal eben da hinten hin. Und ich gucke mal, ob ich da hochburnen kann. Irgendwie. So, ich nehme Anlauf. Da will ich hin. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz zurückfahren. Das wird jetzt nichts. Und die Zeit läuft leider ab. Guck mal, hier kann man einen richtig geilen Looping fahren. Das ist ja wohl mega. Komm, wir versuchen jetzt aber erstmal da hochzukommen. Komm schon, Gas, Gas, Gas. Komm. Woo.
Und leider wieder unten gelandet. Noch 10 Sekunden haben wir übrig. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Das macht echt Bock. Beschleunige, damit die Reifen im grünen Bereich bleiben. Was? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Achso, ich weiß nicht, wo ich hier... Schalten muss ich? Ich bin überfordert. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich hier reingeraten bin. Ich starte eine Challenge nach der anderen. Und, könnte ich jetzt weitermachen irgendwie? Wie schalte ich denn? Okay, jetzt habe ich die richtige Taste gefunden. Ja, das ist natürlich... Schalte! Jetzt! Der schaltet nicht! So, wir sind in unserer nächsten Prüfung. Und, ich muss gucken... Ja, schlechter Burnout. Du kannst mich mal mit deinem schlechten Burnout... So, wir müssen jetzt hier... zu den bestmöglichsten Punkten schalten und einfach nur Gas geben, damit wir hier schnellstmöglichst ins Ziel kommen. Wir machen 3 Läufe. Und zwar weiß ich das so genau, weil ich eben schon einmal voll verkackt habe, weil ich nicht geschnallt habe, wie wir schalten. Und wir machen das gleich nochmal. Diesmal wird es auf jeden Fall besser. So. So, wir versuchen hier. Okay, ist perfekt. 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 Und go! Bam. Na, Leute? Es geht doch! So Leute, ich habe mir gerade noch mal ein Motorrad gegönnt, mit dem wir noch hier ein bisschen durch die Gegend cruisen werden. Und ich denke, boah, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen hier rumdüsen in der Gegend und ein bisschen die Beta auschecken. Vielleicht nehme ich euch noch mal mit irgendwie in einem kleinen Video, wenn ich ein Rennen starte, vielleicht mit ein paar anderen zusammen noch. Das gucke ich mal. Ich bin gespannt. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Also viel habt ihr ja noch nicht gesehen, aber wie ist euer erster Eindruck? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, ich cruise noch eine Runde. Macht's gut. Bis dann. Ciao.